Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frozen Flame. Heute leider ohne die Hildegard. Es liegt daran, dass uns das Spiel ein bisschen ärgert, also Frozen Flame als solches, weil das lokale Spiel im Moment Koop nicht geht. Also man kommt zwar rein, also die Hilde kommt rein ins Spiel, fliegt aber auch gleich ein paar Sekunden später wieder raus. Also wir haben es jetzt eine Stunde probiert. Und die Hilde hat gesagt, komm, machen bitte ein Video, damit unsere Zuschauer zumindest morgen, also heute ist Samstag, also für Sonntag, was zum Schauen haben. Und da hat sie natürlich nicht ganz unrecht. Ich würde heute mit euch auch nur eines der Fragezeichen ansteuern, dass wir da vielleicht mal eine Maske holen. Die anderen zwei machen wir dann wieder mit der Hilde zusammen, sobald hoffentlich gefixt wurde, der Fehler. Wir haben den Entwickler schon kontaktiert mit der Bitte, das kurzfristig zu fixen. Das wäre super, weil gestern hat es funktioniert, also am Freitag. Und Samstag ging es dann schon nicht mehr. Also vermute ich, dass sie ja irgendwas gefixt haben, was anderes gefixt haben und hier dann wieder kaputt gefixt haben. Ich weiß es nicht genau. Ich will mich aber auch gar nicht aufregen, weil hilft ja nichts. So, ich würde sagen, wir nehmen mal hier noch 1 Tragekapazität mit. Und dann flitzen wir mal da hoch und gucken mal, was bei dem Fragezeichen los ist. Der schon wieder. Sagt er was Neues? Ah ja, der Gesichtslose war einst der Magister des Ordens der Hüter. Doch er war besessen von der Idee der Unsterblichkeit. Er tötete seinen Schutzdrachen und wurde verflucht. Ja, das ist natürlich immer eine gute Sache. So, wir haben ja schon eine Maske. Guck mal, die können wir nämlich hier loswerden. Das ist super. Dann haben wir die weg. Ich habe jetzt auch mal diesen Leuchtekopf oder diese Leuchtemütze aufgesetzt, damit ihr auch, wenn es dämmert, ein bisschen mehr sehen könnt. Bis wir die 200 Goldstücke zusammen haben für den Blueprint-Fackel. So, wir sind hier. Ich würde sagen, ich schnapp mir einfach den mit euch zusammen. Und den holen wir dann mit der Hildegard einfach nach, wenn es wieder funktioniert. Oh, es tut mir ein bisschen leid für die Hilde, weil die hat sich echt gefreut. Und sie hat sich auch über die Kommis von euch gefreut, dass wir mal wieder endlich was im Koop zusammenspielen. Es ist ein Early Access. Da ist es zum Anfang doch durchaus holprig. Also will ich gar nicht so viel schumpfen. Wie gesagt, es tut mir nur für die Hilde ein bisschen leid. So, wir machen mal hier ein paar von den Vasen platt. Denn wir brauchen ja noch einiges an Goldstücken. Gott, 4 Stück haben wir jetzt gerade erstmal gekriegt. Das ist ein weiter Weg bis 200. 3, naja, immerhin. Was hier? Opfer an den Götzen erforderlich. Okay, was müssen wir denn opfern? Ach, guck mal. Ach, Traum. Hier ist eine Goldgrube. Ach, guck mal, da ist auch eine Kiste. Ach, da kommt man von außen ran. Das probieren wir mal. Schau an. Ein Gesundheitstrank. Naja, den nehmen wir mal. Im Moment sammeln wir die ja. Weil bis dato haben wir noch keinen gebraucht, denn durch unser üppiges Essen geht es eigentlich ganz gut. So, was müssen wir denn hier opfern? Gebratenes Fleisch. Das habe ich natürlich nicht. Das war ja klar. Jetzt ist die Frage, wo kriege ich jetzt so schnell ein Stück Fleisch her? Lass mich mal gucken. Wir müssten mal schauen, ob wir vielleicht gebratenes Fleisch in der Kiste haben. Ich werde mich mal schnell hier rüber machen. Hey!
Tja, hätte sie nicht gedacht, dass ich auch mit einer Keule umgehen kann, nicht? Ja. Da war er wahrscheinlich kurz überfordert. Oh, da habe ich doch Flint gesehen. Den würde ich gerne mitnehmen. Ich sammle hier und da mal ein bisschen Apps. Weil ich weiß nicht, wenn wir Blueprints kaufen, was wir dann tatsächlich an Crafting Materials auch brauchen. Und ich hoffe, dass ich dann schon mal ein bisschen was vorbereitet habe. Auch für die Hilde. Dass sie sich freut, wenn sie wieder dabei ist. Dass der Necro doch ein bisschen was geschafft hat. So, gebratenes Fleisch war's. Gebratenes Fleisch. Ich glaube, wir haben davon noch was. So, flitzen wir mal kurz vor zu unserem kleinen, aber doch irgendwie schnuckligen Wikingerhaus. Wie gesagt, soll jetzt nicht die Hauptbase sein. War einfach ein bisschen Spielerei, um zu gucken, was man machen kann. Wir werden uns natürlich auf der Map irgendwo einen schönen Platz suchen nachher. Davon kann man mal ausgehen. Ich habe hier auch noch eine vierte Kiste gestellt. Ich glaube, da sind nur Essenssachen drin. Also fertig gekochte und Rohstoffe zum Kochen. Die sind dann hier drin. So, lass uns mal... Wie viele Goldmünzen haben wir eigentlich? 128. Wow. Ach, warte, da können wir das noch reinmachen. Das passt nicht. Komm, dann nehmen wir das raus. Das rein. Tja, jetzt wird es irgendwie schon blöd, ne? Nehmen wir das noch raus. Stein rein. So, gebratenes Fleisch. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Guck mal, wir haben noch eins. Ach, 11 haben wir sogar. Ah, alles gut. Dann würde ich sagen, brate ich der Hilde auch gleich eins durch, oder? Haben wir hier zufällig eins, was fertig ist? Ich glaube es ja fast nicht. Hey, lass das. Nein, ich will jetzt nicht bauen. Nee, gebratenes Fleisch haben wir ja tatsächlich nicht. Ach komm, dann mache ich der Hilde auch gleich eins. So, jetzt kann er da am Feuer dann schlummern. Das würde ich darüber schmeißen. Gebratenes Fleisch, tatsächlich. So, wir werfen mal kurz einen Blick auf die Map. Jo, wir müssen eigentlich nur gerade durch. So, ich will mal schnell da zu diesem Abflussrohr. Kann man da rein? Ach nee, aber es gibt hier eine Kiste. Ein Ausdauertrank. Dankeschön, Spiel. So, hier gibt es wieder ein Steinchen. Den mache ich dann aber mit der Hildegard zusammen. Nochmal gucken. Wir sind völlig in die falsche Richtung. Ja, da müssen wir lang. Da sieht man auch den Strahl. Aber bisher, was ich so gespielt habe, ich habe auch ein bisschen noch im Solospiel gezockt, muss ich sagen, macht das Spaß. Jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie schnell Entwickler auch Inhalte nachliefern. Ich hoffe, sie eiern da nicht rum, sondern geben mir ein bisschen Gas. Das wäre mir sehr recht. Hä? Das war aber nicht das, wo wir waren. Waren wir bei dem? Das könnte auch sein. Einmal gebratenes Fleisch. Bitteschön. Was ist jetzt hier los?
Ah, blocken geht auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ach, Stoff, den nehme ich. Ah, was ist denn er für einer da? Nee, jetzt ist er außer Reichweite, wa? Ich glaub's nicht. Wow, der geht sich ab, ha? Hau ab, ich bin Stoffträger. Hau ab. Oh, das war gut. Das war nicht so gut. Oh, der hat eine ganz schön lange Lebensleiste, der Freund. Kann man eigentlich mit dem Stab longen? Naja. Och nee, wo kommt die denn jetzt her? Nein, nein, nein. Ja, klar, trifft er mich. Kleiner Drecksack. Oh, 20 Schaden macht das, na, immerhin. Also entweder trifft er schlecht. Ah doch, er trifft schon. Okay. Hab mich gerade gewundert, dass die Lebensleiste gar nicht runtergeht, aber das liegt am Essensbuff, ne? Würde ich behaupten. Wunderbar. Gefrorene Flamme gekriegt und Level 9. So, jetzt schauen wir mal. 15 Goldstücke haben wir immerhin abgesahnt. Das ist okay. Ach, guck mal, jetzt ist auch die Kiste freigeschalten. Ra,
Kauleder-Handschuhe. Die nehmen wir natürlich gern. Kann man den eigentlich nochmal beschwören, wenn man das möchte? Nee, kann man nicht. Schade, hätte ich mich natürlich drüber gefreut. So. Ach, schön. Ich finde es auch gut. Zumindest kann man das User Interface ausblenden. Das ist doch. Das funktioniert auch ohne Bugs. Sehr schön. Es gibt übrigens Fallschaden, habe ich auch schon ausprobiert. Ich bin mal von einer ganz hohen Klippe runter. Und ja, tatsächlich. Ich bin draufgegangen. Funktioniert also auch. Das ist auch gut zu wissen. Ich mag Fallschaden eigentlich. Wir könnten die Maske aber zumindest mal noch auf den Altar legen. Dann schleppen wir den nicht die ganze Zeit rum. Da bin ich auch mal gespannt, ob man die Bosse dann zweimal beschwören muss. Fragen über Fragen hier. Naja, erstmal muss ja der Koop wieder funktionieren. Wenn das mal gewährleistet ist. So. Zack. Sind wir die auch los. Spitze. So, was haben wir denn so im Sack? Was bringt diese Mütze eigentlich? Feuerbeständigkeit 1. No, immerhin. Was bringen die Handschuhe? Giftresistenz, Kälteresistenz und Verteidigung. Das ist natürlich auch super. Gefrorene Flamme, wir könnten natürlich mal schauen. Komm, wir flitzen mal kurz heim. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen hier. Die machen dumm Schaden, die Jungs. Der Zauber gefällt mir schon mal sehr gut. Ich hoffe, es gibt noch mehr Zauber. Oder andere Zauberstäbe, das wäre auch top. Ach komm, wenn ich schon mal hier bin, nehmen wir noch ein bisschen von der Faser mit. Alles für die Hildegard, denn die brauchen ja auch noch Klamotten. Ist ja noch ganz nackig. Ich freue mich schon auf die Mühle da oben. Da bin ich mal neugierig. Was man da machen kann. So, wir gucken aber mal kurz, ob wir noch einen Punkt versenken wollen zusammen. So, wir schauen mal kurz. Also wir haben jetzt die Tragekapazität auf jeden Fall und die Ausdauer. Finde ich beide schon mal sehr sinnvoll. Und natürlich die Geschwindigkeit von Sammeln Kampfenergie finde ich auch sehr gut. Was ist denn hier eigentlich los? Wieso kann ich denn da nicht in die Richtung? Guck mal, hier gibt es überall was. Aber da gibt es nichts. Na gut. Bewegungsgeschwindigkeit. Teleportation. Was haben wir hier? Weniger zittern. Was ist das hier? Auch das sollte ich vielleicht eher nicht nehmen. Wir könnten aber auf jeden Fall nochmal Gesundheit boosten. Why not? Dadurch kriegen wir hier noch. Ah ja. Erhaltene physische Treffer führen zum Anstieg der Kampfenergie. Oh, das ist natürlich auch super. Verlangsamt die Zeit zur Zerstörung der Waffen. Das finde ich eigentlich recht sinnvoll, weil das laufende Reparieren geht einem dann doch vielleicht mal auf den Keks.
Oder man ist gerade am A der Welt. Lasst uns doch mal hier die beiden auch noch schnell mitnehmen. Na komm, traust dich nicht. Die Kiste bringt dir gar nichts, Freundchen. So, jetzt flitzen wir schnell vor. Schmeißen den Scheiß noch aus dem Rucksack. Und dann haben wir heute wenigstens mal schon einen von den dreien gelegt. Das ist ja nicht so schlecht. Und wie gesagt, ich freue mich und ich drücke uns die Daumen, dass das am Sonntag wieder funktioniert. Also sprich, an dem Tag, wo die Folge jetzt läuft, dass der Multiplayer wieder heile ist. Ich würde es der Hilde doch so gönnen. So, Kohle. Na, immerhin schon 143. Wir kommen den 200 näher, dass wir zumindest mal eine Fackel haben können, weil dann kann ich den Hut wieder ausziehen. Ich würde dann nämlich lieber eine Fackel nehmen eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Das schmeiße ich hier raus. So, dann haben wir das und das. Och, guck mal. Der ist ganz am Arsch. Was kosten das hier zu reparieren? Zweige, Baumstamm. Zweige. Haben wir das doch. Prima. Hier ist noch das Fleisch drin für die Hilde. Schmeiße ich ihr auch mal hier in die Kiste. So, und wir könnten noch was einpflanzen. Das hier und das hier. Denn die Dinger sind ganz cool. Mit denen kann man nämlich unterwegs die Stärke der Gegenstände wiederherstellen, mit denen man ausgerüstet ist. Das heißt also eigentlich ein Reparaturkit für unterwegs. Das ist nicht schlecht. Ich müsste mal noch ein bisschen Feuerstein holen. Aber das mache ich dann gleich Outtake. Super. Dann haben wir die Folge soweit geschafft. Und ich bedanke mich bei euch natürlich wieder mal fürs Zuschauen. Drückt bitte mit die Daumen, dass die Hilde wieder mit am Start ist. Und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt mir gesund. Bis gleich. Ciao.